Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum City Bus Manager. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. So Leute, auf jeden Fall ist es so, dass wir Anpassungen machen müssen. Wir haben investiert, wir haben geforscht und das Alfred Krupp Krankenhaus. Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen, unsere geplanten Änderungen an der Linie Ihnen keine Umstände machen. Nö. Montag bis Sonntag. Ach, guck mal. Oh nee, die haben schon wieder was geändert, Leute. Von 8. Neue erste Fahrt. Oh, wir fahren früher raus. Och nö. Deswegen haben wir auch keine Busse mehr gehabt. Warte mal, hier, zuweisen. So. Zuweisen. Nee, passt alles, ne? Ah, wir haben immer noch Busse frei, ne? Guck mal, Samstag. Sonntag. Hier fehlt ein kleiner Bus. Oder können wir einen Solobus nehmen? Warte. Ah, Solobus, okay. Dienstag. Auch ein Solobus. So, jetzt passt's. So, heute. Warte mal, heute haben wir noch einen Gelenkbus übrig. Ein Gelenkbus haben wir noch übrig. Haben wir jeden Tag übrig? Warte mal. Heute ein Gelenk, ne? Den O530G. Den haben wir übrig, ne? Ja. Morgen wird er eingesetzt. Da haben wir gar keinen Bus mehr übrig. Okay. Wir brauchen wieder Busse. Ach, Leute. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Hier noch irgendwas zu reparieren? Ne, wir gucken mal. So, die wissen die Auslastung hier. Die Auslastung ist okay, ne? Ja, das passt soweit. Busse sind alle unterwegs. Sehr schön, sehr schön. Die Einnahmen kommen wieder rein. Was haben wir heute für Einnahmen gehabt? Guck mal, schon 6.000. Sogar noch nicht mal 9 Uhr. Das ist die Frühschicht. Einmal reinigen, waschen. Und wir brauchen jede Menge Geld für die Aufrüstung der Qualität unserer Busse, ne? Der fährt los. Jede Menge zu tun, Leute. Und ich mag dieses Gewusel, ne? Wir müssen hier auch noch umbauen, ne? Ich habe gesagt, das hier und das vielleicht da oben hinsetzen. Dass wir hier das Büro erweitern können, ne? Also hier zum Beispiel. Dann können wir nämlich hier das Büro anbauen. Und die Parkplätze nach oben packen, ne? Was ist denn überhaupt mit den Ticketpreisen? Sind sie ja mittlerweile... Oh, ist das okay? Warte mal. Ticket. Sauberkeit ist tipptopp. Fahrintervalle werden auch immer besser. Haltestellenqualität, die haben auch alle abgegradet. Ticketpreise. Naja. Ah, guck mal, wie viel Geld jetzt hier reinflattert. Ne? Das geht schon recht fix. Das Zehnfache brauchen wir, um alle Busse auszurüsten. Oder aufzurüsten. Was sagt denn unser Ersatzteillager? Motor haben wir noch. 3, 3, 2, 6, 6, 7, 3. Haben wir alles noch genug am Start hier, ne? Oh, guck mal hier, wie viele Leute hier ins Kundencenter reinrennen, ne? Wochentickets. Mobile App müssen wir irgendwann auch nochmal erforschen. Und hier kriegen wir auch nochmal 14.000, wenn wir noch eine weitere Linie machen. Aber dafür brauchen wir da Busse. Wir könnten ja rein theoretisch... Können wir ja mal gucken. Guck mal, der Bereich ist jetzt noch nicht erschlossen. Der hier. Und der große Bereich hier, ne? Dass wir da vielleicht hier eine Linie machen, die einmal hier rumfährt und die einmal in der Stunde fährt. Zum Beispiel. Und uns dann noch einen Bus holen. Weil guck mal, die Einnahmen, die werden halt immer höher, ne? 14.000 schon und wir haben gerade Mittag, ne? Klar, die Ausgaben werden auch immer höher, weil wir natürlich auch mehr Personal haben. Weil die Auslastung ist... Oh, guck mal, Linie 102. Da müssen wir doch vielleicht mal auf dem Gelenk switchen, ne? Eieieiei. Aber es sieht ganz gut aus. Ich plane mal eine neue Linie mal hier rum. Können wir ja schon mal planen. Linie... Spielvereinigung Schonebeck. Ach, guck mal. Jetzt wollen die doch wieder eine haben. Eine Tour. Alle 60 Minuten. Hä?
verstehe es nicht. Guck mal. Mindestens 9 Haltestellen, alle 30 Minuten. Ne, das können wir nicht stemmen. Wir machen eine eigene Linie. Und zwar die Linie 10, ne? Die startet am... Ich guck mal gerade kurz. Da können wir nämlich wieder ein bisschen verbinden. Und zwar startet die Linie 10. Wo machen wir das denn hier? Ich guck mal gerade kurz. Ich würde sagen, die startet am Berliner Platz oder auch am Hauptbahnhof. Ich weiß es nicht. Können wir eigentlich auch am Hauptbahnhof, das ist dann wieder, da haben wir zu viel Verkehr in der City, ne? Ich würde sagen, die startet am hier am Berliner Platz. Dann fährt die hier Universität Essen. Oh, Uni auf jeden Fall. Sehr wichtig. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. So, dann Turmfeld. Dann fährt die einmal hier Gewerbepark. Wichtig. So, Bergmühle. Fährt er denn dann hin? Dann würde ich sagen, hier. Warte mal, wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Mal kurz gucken, wo die immer sind. Hier hin. Schöllerpart. Guck mal, hier haben wir dann eine sehr große Kreuzung. Bei der Bärenapotheke. Ich würde sagen, wir machen den mal hier hin. Röntgenstraße. Hier unten haben wir doch gar nichts, ne? Das ist dann, fährt einmal die Stunde. Die Frage ist, wie lange braucht der dann, ne? Warte mal, wo waren wir stehen geblieben? Da, ne? Dann geht's mal hier runter. Okay, dann hier hin. Also mit der Planung klappt meistens immer nicht so richtig. So, mal fährt er da lang. Boah, nee, warte. Nee, das müssen wir anders planen. Das müssen wir anders planen. Änderung verwerfen. So, neue Linie. Eigene Linie. Das geht so nicht. Das müssen wir anders machen. So, ich würde sagen, Berliner Platz. Jo. Dann Uni Essen. Schöllepart. Röntgenstraße. Hierhin. Dahin. Dorthin. Dann auf zur, was haben wir hier? Ah, hier ist Wickenburg. So, Kindertagesstätte, wichtig. Dann geht's hier in den, was ist denn hier der Laubenweg? Machen wir hier, Laubenweg. Hier runter. Hier lang. Da lang. Hier hin. Fährt er halt hier rüber. Holsthausener Platz. Boah, das wird eine Megastrecke. Und dann wieder Germanplatz. Bismarckplatz. Hier hin. Gut. Fahrintervall alle 60 Minuten. 2 Busse brauchen wir. Bei alle 45 Minuten auch 2. Da brauchen wir schon wieder 3, ne? Ich würde sagen, alle 45 Minuten bei Hauptverkehrszeit und ansonsten alle 60. Start morgens um 6. Mindestens 2 Busse. Guck mal, das ist Fahrgastaufkommen. 5 brauchen wir eigentlich noch nicht. Das heißt, ab um 6. Und abends flacht es auch ab. Bis 20 Uhr ist auf jeden Fall okay. Das ist für morgen, ne?
Erste und letzte Fahrt. Sehr schön. Gut, wir haben eine neue Linie. Die haben wir jetzt gerade einmal ready gemacht. Das ist Linie... Die 110, ne? Muss mal kurz umbenennen. Linie 110. Gut. Änderung verwerfen. Nein. So. Bestätigen. Gut. Linie 110. Alle Änderungen werden ab morgen wirksam. Das bedeutet, da brauchen wir dann noch ein paar Busse. Ich denke, wir werden noch ein bisschen Geld als Einnahmen haben. Wir lassen mal ein bisschen vorlaufen. Was sagt denn der Marktplatz, Leute? Wir bräuchten Busse. Gebrauchte, ne, am besten. Was haben wir denn da? Lass uns mal gucken. Den Master hier. Puh. Sprinter. Ein Zito, ne? Ach, guck mal, der will ja jetzt schon planen. Haben wir noch einen Bus, den wir zuweisen können? Den Gelenk hätten wir noch, ne? Wir gucken mal, ob wir es über den automatischen Plan hinbekommen. Jo, geht. Sehr gut. Und jetzt wird es schwierig. Haben wir noch ein Gelenk? Das ist 105, ne? Haben wir noch Solo? Ja. Wir haben keine kleinen Busse mehr, ne? Solo. Ach, da muss ich erstmal wieder alles ändern hier, ne? Wieder auf Solo-Busse. Ich glaube, das reicht trotzdem. Ach, guck mal, die 110. Die können wir... Das heißt, wir haben trotzdem genug Busse. Guck mal. Das funktioniert sogar. Das ist ja nice. Hier müssen wir vielleicht den Solo-Bus. Das heißt, wir haben doch auf jeden Fall genug Busse. Kleinbus, Solo... Solo. Ja, passt doch. Mal brauchen wir gar keinen neuen Bus kaufen. Das ist ja toll. Ich würde das Unternehmen nicht empfehlen. Jedes Mal in die 105 fahre, hat der Bus Verspätung. Ich halte sie für unzuverlässig. Ach, Klappe. Gut, das heißt, wir können uns auf andere Dinge konzentrieren. Ne? Neue Linie, neues Glück. Einmal reinigen. Technischer Zustand. Mal kurz die Busse einmal im Check überprüfen. Sehr gut. Tanken, ne, brauchen wir noch nicht. Den einmal reinigen und waschen. Der ist auch soweit fertig. Oh, das passt. Das passt nicht. Den müssen wir auch nochmal reinigen und waschen. So, der ist schon dabei. Den auch einmal. Den auch. Weil die Busse müssen halt echt immer sauber sein, ne? Da legen, glaube ich, auch die Fahrgäste sehr großen Wert drauf, ne? Den reinigen wir einmal nur kurz von innen. Gut. Ich nutze die Busse, besser gesagt, die 101 geführt wurde. Die Busse sind immer überfüllt. Es gibt nicht genügend Plätze. Menschen müssen stehen. Ja, gut. Ach, Leute. Es wird langsam stressig, ne? Guck mal, 102 ist auch nicht... Ah! Was fährt denn da für ein Bus auf der 102 hier? Wo ist er denn? Was fährt denn da für ein Bus? Ah, so ein Sprinter, Leute. Das ist natürlich schlecht, ne? Ach, wir müssen mal wieder Tabula Rasa machen mit den Bussen, ey. Wir müssen mal wieder ein Tabula Rasa machen. So, und das geht ja auch hoch, weil wir jetzt hier auf der Linie fahren, ne? Also auf der 10er hier. Mal, da fahren die ersten Leute mit. Das ist aber die 106 hier noch, ne? Ab morgen. Juti. Die 102. Da müssen wir mal einen Schichtplan gucken. Welche Uhrzeit haben wir denn jetzt? Von 15.50 Uhr bis... Okay, die 102 braucht auf jeden Fall mehr. Mann, Mann, Mann. Schichtplan.
Die 102. Ach, Leute. Schwierig. Guck mal, 19.000 haben wir schon verdient, ne? Guck mal, 26.000. Sehr gut. Da werden die Busse noch gereinigt. Guck mal. Ach, wir brauchen. Ach, wir müssen auch Internet vertreten. Ach, du Heiland. Oh. Das bedeutet, dass wir. Ach du Heiland, warte mal. 64 GB pro Tag. Boah, Leute, guck mal. Sky Mobile, Novanet. Oh nein. Budget Wireless. Boah, das sind. Ne? 4.000 Euro am Tag. Ich glaube, das könnten wir uns nochmal erlauben hier. Ah, da müssen wir erst alles aufrüsten, ne? Bin so froh, dass die Stadt zuverlässige Dinge hat. Stammkunde. Sie haben ein sehr gutes Wartungssystem für alle Busse, sodass die Busse immer in gutem Zustand sind. Das ist richtig. Reisekomfort. Da brauchen wir 69.000, ne? Ach, Leute. Also spielen nimmt langsam so ein bisschen den Stressfaktor an, ne? So ein bisschen. Hier, guck mal. 102, Leute. Da müssen wir mal gucken. Schichtplan. Morgen. Zurücksetzen. Wir setzen mal alles zurück. Ich geh mal kurz hier hin. So, Linie 102. Solobusse. Ist doch eigentlich alles gut. Kleinbus, das ist nicht gut. Solo. Seht ihr? Das war nämlich das Problem hier. Das ist halt direkt angepasst. Sehr schön. Gut, habe angepasst. Jetzt für die Zukunft, damit das nicht mehr passiert. Dann haben wir das auch. Internetverträge. Das sind natürlich auch wieder Kosten, die wir haben, ne? Wie viel Gigabyte? Oh, warte mal. Post im Postfach. Hallo. Es ist ja in Ordnung, dass man ab und zu mal Überstunden macht. Aber ich finde es nicht gut. Scheinbar zur Gewohnheit wird. Ja, du kriegst ein bisschen mehr Geld. Das ist richtig. Das tut mir leid, ne? So. Weiter geht's. Hier im Text, 25.000 haben wir schon. Wir brauchten wie viel nochmal für alles? Bei WLAN können wir erstmal weglassen. Oder wären wir bei 7... Das macht 2.000 Euro Unterschied nur aus. Oh Mann. Premium-Sitze. Boah, das wird aber den Fahrgastkomfort da nochmal ordentlich steigern, ne? Können wir auch mal tanken. Das ist gut. Gucken wir mal, wie die Auslastung jetzt hier ist. Ja, guck mal, 101 genau das gleiche. 106 geht noch so gerade eben. Sehr beliebt. Und 110, guck mal. Ui. Leute. Die 110 ist auch sehr beliebt, ne? Guck mal, 41,8%. Oh, Linie 101. Die kleinen Busse. Oh, nee. Hier, die sind fast zu klein. Boah, guck mal, wie viel auf der Linie hier unten fahren. Boah, das heißt, wir brauchen doch irgendwann neue Busse. Und müssen unser ganzes Konzept mal ein bisschen überdenken, ne? Und wir brauchen Internetverträge irgendwann. Was man machen könnte, wäre ja schon mal hier aufrüsten in kleinen Schritten, ne? Fahrgastinformationssystem kostet 9.000. Wenn wir das noch mit reinnehmen, sind wir bei 17.
19. 34.000. Ich glaube, wir warten noch mal ein bisschen ab und machen das dann alles und machen dann einen Internetvertrag. Irgendwann fertig. So, reinigen, waschen, tanken. Fahren die nächsten Busse auch schon wieder raus. Ist da oben schon wieder Busse reingekommen? Oh ja, hier. Hier oben habe ich meistens gar nicht auf dem Schirm hier, ne? Die hier reinkommen. Da müssen wir ein bisschen mehr drauf achten, ne? Aber ja. Gut, gut, gut. Tankfüllung, reparieren. Das ist noch alles okay. Der muss nochmal gereinigt und gewaschen werden. Der ist auch ready. Guck mal, 32.000 haben wir schon verdient. 41.000 haben wir verdient. Jetzt gucken wir mal hier. Oh, guck mal, die 110, die ist ja richtig beliebt, Leute. Warum habe ich eigentlich 110 genommen? Ist ja auch egal. Ach, weil es da stand, ja gut. Naja, ist ja egal. Aber die 110 ist sehr beliebt. Und die 102, gut, das Problem ist, glaube ich, morgen erledigt, weil morgen die Sprinter nicht mehr da fahren, ne? Das heißt, wir müssen doch hier auf Gelenk umsteigen. Warte mal. Kommen die ganzen Busse wieder rein, ne? Das, reinigen, waschen, tanken. Reinigen, waschen. Oh Mann, oh Mann. Gut. Werfen wir nochmal einen Blick hier auf die Linie 110, ne? Einfügen können wir auch. Kopieren, einfügen. 110. Was habe ich denn da festgelegt? Geplant. Ach, guck mal, Standardbusse, ne? Uiuiuiuiui. Müssen wir uns, glaube ich, nochmal in Ruhe angucken. Ich glaube, das müssen wir nochmal ein bisschen... Ey, weißt du, wie zugesaut ist der denn? Also manche Leute, weiß ich nicht, die haben, glaube ich, von Verständnis her... So, hier ist jetzt gerade Hochkonjunktur. Da werden alle Busse soweit ready gemacht. Geputzt, gewaschen. Oh Mann, 36.000 haben wir. Jetzt wird es natürlich ein bisschen weniger mit den Einnahmen. Jetzt kommen die anderen Busse natürlich auch alle rein hier. Tanken. Waschen. Da ist richtig viel Betrieb hier, ne? Guck ich das mal an. Wahnsinn, was hier ein Gewusel ist, ne? Und irgendwann verlierst du den Überblick. So. Ich finde es toll. Ja, ist schön. Der muss auch mal hier. Da fahren auch wieder direkt welche raus. Den müssen wir auch nochmal waschen. Uiuiui, Leute. So, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit einer weiteren spannenden Folge zum City Bus Manager. Schreibt mir mal rein, wie wir vorgehen sollen. Also ich würde jetzt erstmal sparen und dann alles aufrüsten auf Premium, um den Fahrgastkomfort zu erhöhen. Dann werden die Leute auch zufrieden. Früher habe ich Busfahren gehasst, jetzt liebe ich es. Danke an die Homer Bus AG Essen. Ja, bitte. So, Leute. Jetzt ist aber wirklich Feierabend, ne? So, wir machen die Schotten zu. Ich wisch noch mal einmal für euch durch hier. Bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal, ja, bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.